Einen sonnigen Gruß vom Col du Galibier bzw. der alten, früher bewirtschafteten Hütte unterhalb. Auf der Nordseite des Galibier, über den Pass bin ich schon drüber. Wie man sieht, bin ich alleine unterwegs, steht nur ein Motorrad. Nobi und Basti haben es vorgezogen, nach Nizza zu fahren. Und Mike steckt wohl die letzten Tage noch so in die Knochen, dass er es vorzog, heute lieber nicht Motorrad zu fahren. Wenn ich mir die Sitzbank von seiner SWM angucke, kann ich das nachvollziehen, zumal auch viel im Sitz zu gefahren ist, da hätte mir jetzt auch der Arsch weh. Bei mir geht es noch einigermaßen, klar spüre ich es auch, aber mir dieses Panorama und so einen Tag entgehen zu lassen, wir haben jetzt eine Lufttemperatur 15 Grad, in der Sonne ist es trotzdem knackig warm, selbst in der dünnen Meshjacke, aber schaut euch hier dieses Panorama an, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, noch dazu bei dem Traumwetter. Das hat man nicht allzu oft. Deshalb, jetzt geht's weiter, runter ins Argtal. Und dann auf dem Rückweg mal einen Schlenker über Alpe d'Huez. Und dann wieder zurück über den Lotterette nach Briançon. Dann noch zweimal schlafen und dann war's das auch schon wieder mit der Waschtel 2023. Dann geht's wieder heim. Also gut, dann halt nicht.